11 vom Niederrhein und im Karnevalsverein Mainz 05. In das nächste Spiel. Achso, auf den Play-Anstoß hier durchgeführt. Die Borussia nach längerer Abstinenz wieder am Start. Sechste Teilnahme ist es erst. Übrigens zeitgleich mit Mainz 05. Auch die sechs Teilnahmen. Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen beiden Vereinen. Die Mainzer zogen 2015 nicht nur in ein Endspiel ein. Das hat Gladbach noch nicht geschafft. Sie konnten das Ding sogar gewinnen und holten 2015 ihren ersten Free-Recup-Titel. Und die Mainzer sind mit richtig Prominenz angereist. Sie haben zwei Nationalspieler in La Manga in Spanien gehabt. Beide sind mit dabei. Marc Fichtner ist die Nummer 8 bei Mainz. Gerade jetzt unten im Bild zu sehen. Und Paul Nebel. Er gleichzeitig Top-Torschütze der Mainzer mit 9 Saisontreffern. Paul Nebel ist die Nummer 11, auf die wir achten müssen. Also richtig Prominenz im Kader der 05er. Sie haben noch mehr mitgebracht, ihre Top-Torschützen. Marc Fichtner ist dabei. Ogusan Kodura ist dabei. Finn Mörschel mit 5 bzw. 4 Saisontreffern hinter Paul Nebel, die besten Ballermänner, sind Tabellenführer der Regionalliga. Also allein von den Namen, allein von der Aufstellung dürften die Mainzer hier auf jeden Fall zum Favoritenkreis gehören. Aufbau der Gladbacher. Ja, der Torwart traut sich nicht so richtig damit als fliegender Keeper, als Aufbauspieler mit zu fungieren. Das ist mehr so ein 1-3, was die Gladbacher spielen. Und dann tun Ballverluste natürlich weh. Hier Fehlpass von Luis Skarbak. Er der zweitbeste Torschütze der Gladbacher mit 7 Saisontreffern. Jetzt die Mainzer mit dem Ball gewinnen im schnellen Umschaltverhalten, aber Gladbach passt auf und klärt den Ball erstmal weit in die Tiefe. Klasse quergelegt hier von Aaron Thomas. Ball haben wir geklärt. Nächster Schussversuch. Ball wieder abgeblockt. Das ist Ismail Hanafi jetzt, der den Ball da behauptet. Abgelegt auf Pablo Soares. Soares. Kein Foul. Spiel auf weiter. Über die Bande gespielt. Oh, da macht Aaron Thomas ein ganz langes Bein. Und das war ganz wichtig, weil ansonsten hätte da Paul Nebel, der Nationalspieler, zum ersten Mal eingenetzt für die 05er. So, Gladbach jetzt mit der Spielkontrolle. Jetzt ist es ein 2-2-Aufbau. Jetzt haben die zwei hinten, haben die tiefen Spieler, aber nicht ganz so weit weg. Wobei der Ball jetzt ankommt am Spitzenwinkel. Nochmal abgeblockt, Handspiel verdächtig, es geht weiter. Ja, es gibt 7 Meter, oder? Nein, er pfeift Freistoß. Er pfeift 9 Meter sind es, nicht 7. Strafstoß gibt es, so, da sind wir uns einig. Wegen Handspiels. Schussversuch an den Pfosten, knapp vorbei, bleibt bei 0-0. Große Möglichkeit hier in Führung zu gehen für die Gladbacher, gibt's jetzt und jetzt sind sie erfolgreich. Schöner Treffer, abgeklatscht, Ismail Hanafi. Jetzt sehen wir es aus der Drehung. Volley reingezimmert. Wunderbare Einstellung.
von einer dieser 8 Kameras, die hier im Einsatz sind, um dieses Turnier bestmöglich an die heimischen Bildschirme zu übertragen. Das Team von Kamera OWL, ja, hier 2 Tage am Arbeiten. Ganz neues Niveau, unser Livestream hier beim Freeway Cup. Gladbach baut wieder auf, gutes 1 gegen 1 jetzt. Mal tief gespielt, bisschen zu nah an die Bande, sonst wäre da sicherlich noch etwas schnell etwas mehr drin gewesen. Gladbach Joel Krawitz. Er der 4. erfolgreichste Torschütze der Gladbacher in der Niederrheinliga, wo die Gladbacher auf Platz 2 stehen. Spielen würde ich mit der jungen Mannschaft in dieser Liga. Letztes Jahr trainiert von Marc Trostel, dem 41-jährigen Übungsleiter, der die U15 machte, sind da Vizemeister in der Regionalliga geworden. Und jetzt ist fast die gesamte Mannschaft mit aufgerückt, hochgerückt in der U16 und da, wie gesagt, wieder auf Platz 2 in der Niederrheinliga. Super Ergebnisse, nur 1 Punkt hinter der U17 von Rot-Weiß Essen, haben aber auch 1 Spiel weniger gemacht. Also gewinnt man das Nachholspiel, würde sich Gladbach wieder auf Platz 1 schieben. Mit 46 Treffern die beste Offensive. 11 Treffer mehr als die zweitbeste Offensive. Also alles in allem ist das schon eine sehr, sehr starke Saison, die Gladbacher da zurzeit absolvieren. Jugendarbeit der Fohlen. Ja, eh hochgelobt, hoch ausgezeichnet. Wichtiger Faktor. Liegt sicherlich auch daran, dass der Sportdirektor der Gladbacher, Max Eberl, vor seiner Tätigkeit da Direktor des Nachwuchsleistungszentrums war. Dadurch ist natürlich die Verbindung noch enger geknüpft. Das Interesse noch größer, auch die eigenen Jungs rauszubringen. Max Eberl, der ja das wirklich von der Pike gelernt hat. Nächste Möglichkeit und tolles Tor aus spitzem Winkel. Ganz genau gezielt. Da haben wir den Torschützen. Hier sehen wir jetzt nochmal das Tor. Vorgelegt, Mitnahme, rechts, links und ab in die Maschen. Luis Skarabakvalas. Der da ganz genau zielt. Freistoß, genau. Jetzt die Möglichkeit, 3,5 Minuten vor Ende zum Anschluss. 4x5. Aber geblockt. Ja, Ball war an der Decke. Muss daher von außen ausgeführt werden, auf Höhe, da wo der Ball an die Decke ging. Mainz kommt nicht so richtig vors Tor. Versuchen viel, aber es fehlt so ein bisschen an Durchschlagskraft, auch an Bewegungen, an Überraschungsmomenten. Langer Ball jetzt, wenn er da die Haarspitzen ranbekommt, wird das auch nochmal gefährlich. Das intensive Duell an der Bande, da hat Max Lisecki keine Verwandten gemacht. Körperlich sehr weit, da sehen wir ihn jetzt da vor dem Spieler stehen. Schon Kopf größer als die meisten anderen hier auf der Platte. Schussversuch
in den Nachthimmel von Lübbecke. Auch das mehr ein Anschlag auf die Ersatzspieler der Mainzer als auf das Tor. Da haben wir den Trainer, Bartosz Gaul, 30 Jahre alt, von Mainz 05. Er zuständig war bis 2015 Co-Trainer der U19 bei Schalke 04 und ist seitdem in Mainz, also seit 2015, hat erst 2 Jahre die U15 trainiert und nun verantwortlich für die U16. Nächster Schussversuch, Abpraller, da kommt er ran und macht das 2-0. Huysin Amir trifft. Weil Henrik Weiper den Ball nicht festgehalten bekommt. Zack. 3-0 für die Borussia und damit die Vorentscheidung in dieser Partie. Also auch Gladbach wird mit 3 Punkten starten. Die Mainzer von mir vor der Partie noch hochgelobt, was das Personal angeht, erleben erstmal einen ordentlichen Dämpfer, was den Start hier ins Turnier angeht. Schussversuch geblockt. Klasse, 1 gegen 1 und der Ball geht dann rüber. Das ist wunderbar gemacht von Ismail Hanafi. Da haben wir die Gladbacher Bank. Ja, gut geblockt. Der Gladbach spielt das hier entspannt runter. Das 1 gegen 1 gewonnen. Also, das sind schon da Ismail Hanafi, Huysin Amir, so die beiden auffälligsten. Vielleicht noch Pablo Soares bei den Gladbachern. Machen Lust auf mehr. Kommen ja heute noch 2-mal zum Einsatz. Gibt jetzt ja ein Spiel in der Vorrunde mehr als sonst. Für uns die Gelegenheit, jedes Team noch etwas besser kennenzulernen. Jedes Spiel erhöht natürlich auch die Erkenntnisse, die wir jetzt zusammen gewinnen. Und gerade der Samstag hier ist so eine Art Speed-Dating. Im 12-Minuten-Rhythmus stellen sich die Teams hier vor und wir lernen sie Stück für Stück kennen. Das war's. Borussia Mönchengladbach gewinnt mit 3:0 gegen den FSV Mainz 05. Wir gehen wieder ab in die Highlights der Partie.